Es gibt scheinbar schon sehr lange einen Hinweis auf ein neues Pokémon in Karmesin und Purpur. Welche Pokémon-Art es sein soll und warum, das erfahrt ihr in diesem Video. Der Trailer zu den neuen Pokémon-Spielen Karmesin und Purpur ist ja jetzt schon einige Zeit lang online und erst im Letzten hatten wir uns mit einigen Theorien und Spekulationen zu diesen Spielen beschäftigt. Der Link zu diesem Video findet sich jetzt in der Infokarte und in der Beschreibung. Heute will ich aber mit euch über etwas anderes sprechen, was ich in diesem Video noch nicht behandelt habe, und zwar ein neues Pokémon, das angeblich schon sehr, sehr lange bekannt sein soll. Und wie sollte es anders sein? Der liebe Masuda hat mal wieder einen Hinweis gegeben. Ja, Easter Eggs sind definitiv Masudas Lieblingshobby, wie es scheint. Anlässlich der Comic-Con waren Masuda und Omori in Portugal gewesen. Masuda hatte daraufhin dieses Foto hier veröffentlicht mit einem Hahn, den er in der Hand hält. Und dieser Hahn ist natürlich nicht irgendein Hahn, sondern ein sehr besonderer. Und zwar ist es der Hahn von der Legende von Barcelos. Und es scheint wohl irgendein sehr besonderer Hahn in Portugal zu sein. Ehrlich gesagt kenne ich mich gar nicht so sehr mit der Geschichte aus, aber wenn ich euch über Hähne etwas erzählen kann, dann definitiv, dass mein Nachbar sein Hahn immer sehr laut ist um 3:30 Uhr morgens. Falls jemand einen Hahn kaufen will, kann ich dem gerne einen anbieten. Also jetzt aber eigentlich mal zurück zu diesem Hahn hier. Denn Masuda hat natürlich wieder mal was sehr Besonderes gesagt, und zwar, dass dieser Hahn ein wirklich gutes Pokémon abgeben würde. Das heißt also, in der 9. Generation, weil es ja eine Region ist, die auf Portugal und Spanien basiert, könnten wir diesen Hahn hier bekommen. Was des Weiteren dafür sprechen könnte, ist die Tatsache, dass Masuda diesen Tweet hier, den ich euch gerade gezeigt habe, nicht ignoriert hat, sondern auf Gefällt mir gedrückt hat. Ehrlich gesagt ist das schon ein bisschen verdächtig, wenn ihr mich fragt. Ich meine, er hätte auch diesen Tweet ganz einfach ignorieren können. Wobei, wenn ihr mich fragt, also ich kann meinen Hahn morgens nicht ignorieren. Aber ehrlich gesagt ist das schon eine sehr interessante Sache, wenn ihr mich fragt. Was haltet ihr von der Legende des Hahns von Barcelos? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt, ob das ein neues Pokémon sein könnte oder ob das vielleicht von Masuda nur ein Hinweis in die falsche Richtung war. Kann ja auch sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, anhand der ganzen Easter Eggs, die Masuda gerne mal in seinen Spielen einbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein gutes Pokémon abgeben würde. Aber jetzt mal weg von dem morgendlich krähenden Hahn hin zu etwas anderem. Wie immer gibt es in vergangenen Pokémon-Spielen natürlich Hinweise darauf, dass eine neue Pokémon-Generation bzw. ein anderes Spiel erscheint. Man kann sich sicherlich schon denken, dass jetzt natürlich auch Hinweise in vergangenen Spielen gefunden worden sind, dass eine 9. Pokémon-Generation kommt. Im Wesentlichen kursiert dieser Frame hier tatsächlich sehr viel, und zwar handelt es sich dabei um eine Tapete aus dem Hotel von Pokémon Schwert und Schild. Diese Tapete befindet sich im Hotel in Chichester. Und diese Trauben und Orangen haben wir bereits in einer Schüssel im Trailer gesehen. Übrigens auch an der Wand als Wappen. Ich war nur ein bisschen blind und hab gedacht, es wäre ein Rad. Man könnte ja fast sagen, ich hatte Orangen auf den Augen. Moment mal, geht das Sprichwort nicht an? Ach ja, übrigens, das ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass es eine 9. Generation geben sollte. In Legenden Arceus kann man ja wie in vielen anderen Pokémon-Spielen Outfits kaufen mit verschiedenen Farben. Unter den Auswahlmöglichkeiten bei diesen Outfits gibt es zum Beispiel die Farben Karmesinrot und Scharlachrot, was respektiv für die jeweiligen Editionsnamen steht, also Scarlet und entsprechend Karmesin. Ein purpurfarbenes Outfit habe ich übrigens nicht gefunden, was ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam finde. Vielleicht hat aber auch der zweite Editionsname zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht festgestanden. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Hinweise nicht alle Hinweise waren und wir einfach blind waren und entsprechend nicht alle gesehen haben. Ich glaube generell, diese ganze Easter Egg-Geschichte ist mittlerweile so eine Marketingstrategie von Game Freak, dass sie ihre Spiele irgendwie besser verkaufen, dass halt mehr darüber geredet wird. Ich meine, ich fand es in Legenden Arceus schon teilweise sehr anstrengend, dass die ganzen Charaktere irgendwie auf vergangene Charaktere basieren. Es ist irgendwo eine nette Idee, aber ich fand es ein bisschen too much. Also es war wirklich viel zu viel und fast jeder Charakter hat irgendwie eine Referenz zu einem anderen Charakter gehabt. Und ehrlich gesagt habe ich auch so ein bisschen langsam das Gefühl bei diesen ganzen Easter Eggs.
Ich kann mir gut vorstellen, dass für diese ganzen Easter Eggs und Referenzen bald mehr Arbeit drauf geht als für das eigentliche Spiel, was ziemlich schade wäre. Ich würde mir echt wünschen, wenn sie dieses Stilmittel mit den Easter Eggs einfach dosierter einsetzen. Aber manchmal ist das Leben eben kein Wunschkonzert. Aber sehr wohl ist es ein Wunschkonzert von meinem Nachbar seinem Hahn. Wenn ihr keine weiteren News rund um Karmesin und Purpur verpassen wollt, dann jetzt auf Abonnieren drücken. Es werden noch einige Videos zu Karmesin und Purpur folgen, da bin ich mir felsenfest sicher. Was denkt ihr, könnte an den Theorien für Karmesin und Purpur dran sein? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, ich bin sehr gespannt drauf. Was du über die neuen Pokémon-Spiele wissen solltest, zeige ich dir oben rechts. Unten rechts findest du alle bestätigten Pokémon aus Karmesin und Purpur. Wenn dir meine Videos gefallen, dann drücke auf Abonnieren, um mich zu unterstützen. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.